Schon mal das Gadget ziehen. Oh mein Gott, lol. Wir haben 3 verbleibende Gegenstände. Das heißt, wir haben 2 neue in einer Box. Richtig heftig. Ihr seht, die 2 blinkt. Und ich würde sagen, zweite Sache. 3, 2, 1, let's go. Yo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Heute wird es wieder ein richtig großes Opening Game. Ich habe richtig viele Boxen angespart. Es wird auf jeden Fall wieder ein richtig heftiges Opening. Könnte ich schon drauf freuen. Wir können hier einige Brawler noch ziehen. Wir haben Edgar gerade freigeschaltet. Der war einfach gratis im Shop. Holt euch den auf jeden Fall ab. Und wir können noch Byron, Sandy, Emma und Colette ziehen. Auf jeden Fall richtig heftig. Die Chance auf einen legendären ist bei mir auch gerade extrem hoch, also es wird ziemlich wahrscheinlich sein, dass wir einen neuen Brawler ziehen. Es wird also richtig heftig. Wir können dann direkt noch Edgar maxen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit den ersten Boxen. Okay, ich würde es so machen, dass ich zuerst mal die Brawl-Boxen öffne, dann die großen Boxen und zum Schluss die Mega-Boxen. Vielleicht können wir sogar einen neuen Brawler aus einer Brawlbox ziehen, das wäre extrem heftig. Da blinkt natürlich dann auch vorher nicht, das heißt, die Überraschung ist umso größer. Aber bisher ist es nicht so heftig. Wir haben schon alle Brawlboxen weg, deswegen würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit den Big Boxen. Wenn es 2 verbleibende sind, dann ist es auf jeden Fall eine neue Sache. Also entweder ein neuer Brawler oder Gadget. Oder Star Power natürlich. Wäre auf jeden Fall richtig nice, wenn wir was ziehen würden. Ja, okay, bisher nur Powerpunkte für Edgar. Aber das ist natürlich auch nicht schlecht. Damit ich den direkt maxen kann. Okay, jetzt muss man ein bisschen mehr gönnen hier. Ich will einen neuen Brawler auf jeden Fall ziehen. Colette oder Byron mindestens. Vielleicht sogar einen legendären, wenn es geht. Okay, bisher haben wir einfach nichts gezogen aus den ganzen Big Boxen und kleinen Boxen. Aber wir haben noch die Mega Boxen und die sind umso wertvoller. Let's go. Erste Mega Box, leider nix. Kommen wir direkt zur nächsten Mega Box. Wieder nichts, das gibt's nicht. Ich habe jetzt schon Edgar auf Power 7 gepowert. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal das Gadget ziehen. Oh mein Gott, lol. Wir haben 3 verbleibende Gegenstände. Das heißt, wir haben 2 neue in einer Box. Richtig heftig. Ihr seht, die 2 blinkt. Es kann jetzt alles sein. Ich hoffe natürlich am besten 2 neue Brawler. Es wäre richtig heftig. Was ich nicht denke. Ich wünsche mir als Star Power eigentlich Mr. P Star Power oder Bo Star Power. Die Sicht, die habe ich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein mit der ersten Sache. Let's go. Okay, wir haben die Star Power für Karl, die ist auf jeden Fall ganz gut. Und ich würde sagen, zweite Sache, 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, wir haben Amber als legendären Brawler. Nein. Oh mein Gott. Wir haben einfach legendären Brawler. Ich fasse es nicht. Wie geil ist das, bitte? Ich würde sagen, wir werfen direkt alle Powerpunkte auf Emma, damit wir die auch gleich maxen können. Oder zumindest auf ein hohes Powerlevel bringen können. So, habe ich noch irgendwo Powerpunkte vergessen? Ja, unten. Einfach einen legendären Brawler. Ich fasse es nicht. Es ist mein 4. legendärer Brawler. Jetzt fehlt mir nur noch Sandy. Ich habe mir Emma gewünscht. Ich bin komplett zufrieden für dieses Opening. Letzte Megabox. Und wir haben nochmal was. Richtig nice. Stimmt. Wir haben nichts. Wir haben Amber Powerpunkte und für Edgar Powerpunkte. Let's go. Wir können noch die letzten Upgrades machen, aber ich bin komplett zufrieden. Wir haben einen legendären Brawler freigeschaltet und ich kann mal die Chancen jetzt nochmal angucken. Auf einen legendären Brawler sind die immer noch über 0,1%. Das heißt, wir können vielleicht bald demnächst den letzten legendären Brawler und zwar Sandy freischalten. Richtig nice. Genau, kommen wir noch zu den Upgrades. Edgar leider nur Power 8. Und Amber können wir auch hier auf... Ja, wir haben nicht genug Münzen. Power 5 bringen.
Wenn ich genug Münzen hätte, wird's für Power 6 reichen. Auf jeden Fall richtig nice, dass wir hier einen legendären Brawler gezogen haben. Ich würde sagen, ich pushe die nächsten Tage auf 650. Das wird richtig nice. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.